Jawohl, es geht weiter in Deadfall Adventures. Wir sind nach wie vor im Maya-Dschungel unterwegs und rauf und dran, diese Kirche hier zu betreten. Da kommt schon der erste Pfarrer rausgestürmt. Der Pharao diesmal. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich nehme wieder Granaten. Das Dynamit brauche ich vielleicht jetzt nicht mehr. Oder? Hier könnte ich was in die Luft jagen. Kann das sein? Probier's mal. Es ist mir etwas unangenehm, hier in der Kirche eine Granate reinwerfen zu müssen, aber was soll man machen? Da steht zwar explosiv drauf auf den Kisten, aber explodieren tut nichts. Au! 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 Das ist jetzt knapp, ich habe das unterschätzt, das war knapp. Da ist noch einer. Kopfschuss, das war's. Da stürmt sie gleich voran. Sie sind hartnäckig. Das muss man ihnen lassen. Hartnäckig sind sie nicht, sind viele. Der einzige Vorteil. Ah. Wie viel haben wir? 3 von 4 erst. Oh. Okay. Wir haben die Conquistadores gebetet. 25. Ah, neuer Flashback. Im Jahre des Herrn 1629. Wir haben das Tor zur Hölle gefunden. Ah, doch Julio Iglesias liest wieder aus der Bibel. Die Welt ist voller Geister. Nicht solchen, die auf Friedhöfen spuken, sondern jenen unauslöschlichen Elementen des Lebens, die, da sie einst lebten, niemals sterben können, sich lediglich verändern, vermischen und wieder ändern. Viele unserer Männer sind den Dämonen zum Opfer gefallen, die im Dschungel lauern. Heilige. Die einheimischen Heiden glauben, dass hinter einem großen Tor der Weg zur Stadt des Todes liegt. Okay. Es ist ja zombifizierend hier. Jetzt kriegen wir es auch noch mit Zombies zu tun, oder was? Erinnert mich an den Film, Zombie 2, oder wie der hieß, von Lucio Fulci. Ha, das dürfen wir nicht auf dem Friedhof spucken. Jetzt verwandeln wir uns in Dämonen. Blasphemie ist das? Wow, das ist wieder polygonreich hier. Viele Polygone verderben den Brei. In dem Fall nicht. So, da war ein Schatz hier. Muss ich da drehen, kurbeln? Der hat aber viele Schwänze. Ja, das ist das Fruchtbarkeitssymbol der Maya gewesen. Oh, scheiße, da ist... Da sind Alligatoren drin, ganze Familie, schau. Baby-Alligator, Vater, Großmutter, Großmutter, Neffe, Onkel, Basen. Alle da. Wie komme ich da rüber? Der Steg hier, der wird sich irgendwie heben. Irgendwann mal. Was muss ich schießen? Abschießen, damit sich das hebt. Oh. Da drauf stellen? Nein. Stell dich da drauf. Dr. Goodwin. Bräuchte dich. Du solltest dich neben das Fruchtbarkeitssymbol stellen, bitte. Also, kommt schon. Nein. Darauf. Ah, es ist schwer vom Begriff. Sie will nichts hören von Fruchtbarkeit. Bedeutet nur Arbeit für sie. Vielleicht abschießen? Hm. Sprengen? Nein, auch nicht. So gut. Wow, die werden unsichtbar. Aha, die Dinger muss ich finden und da draufstellen. Sag das doch gleich. Ist das schwerer wie ich? Kann es ja nicht sein, weil sonst könnte ich mein Körpergewicht heben, mein eigenes. Ich meine, das kann ich, aber viel schwerer als mein eigenes Körpergewicht kann ich nicht heben. So, wo ist der andere Kamerad? Ich kann doch einfach sie draufstellen, oder? Oh, wo haben sie ihn versteckt? Da drin? Da ist er. Okay.
Na, das ist nicht schwer. Schau, ich kann sogar laufen mit ihm. Könnten wir mit Hause nehmen. Fruchtbarkeitssymbol übers Bett stellen. So, jetzt beeile ich mich lieber. Schnell. Jawohl. 4 von 4. Wow, ich habe mal alle Schätze gefunden. Ein Novum. Kann ich dich jetzt mitnehmen? Nee. Schade. Wow, der hat einen Riesenschädel. Bisschen überdimensioniert, ha? Huh? Sind ja keine normalen Krokodile, das sind welche dämonischen Echsen. Außerirdisch. Hier steht ein Kübelwagen. Ah, oh, so einen hätte ich auch mal gern gefahren. In echt. Was ist ein Amphibienfahrzeug? Steht da Farm 51, das ist der Entwickler. Die heißen Farm 51. Steht überall am Nummernschild, schau. Sie sind auch Fan von Kübelwagen. Wegen. Gut. Schätze haben wir alle. Das heißt, wir brauchen nicht mehr suchen. Obwohl, das waren nur die Wege des Liebeskriegers, oder? Die anderen fehlen noch. Ein Checkpoint wäre jetzt nicht schlecht, sonst muss ich das wieder machen. Zum Schatz. Oh, hätte ich darauf auch gekannt? Bleib bloß. Sie traut sich noch nicht runterspringen. Schlosser muss ein sehr beliebter Beruf bei den Maya gewesen sein. Schlosser? Was sagt mir das? Gar nichts. Da kommen wieder so Sachen raus, ne? Ein Puzzle, sehr gut. Ich liebe Puzzle. Nach links und rechts drehen. Also das kann nur am Rand sein, ne? Ist klar. Was ist es nicht? Ist auch nicht. Was? Aha, da fehlt das Eck. Okay. Ich hab mich schon gewundert. Das kann ja nur ein Eckstück sein, ne? Oh. Ein leichtes Puzzle zum Glück. Sieht man schon von weitem, wo das hingehört. Wisst ihr? Das ist leicht. Ich wusste gar nicht, dass mir Puzzles liegen. Muss mir mal ein echtes Puzzle kaufen. Teresa Orlowski-Ausgabe oder sowas. Da fehlt was. Nee? Ich dachte, ein Stück fehlt. Die Sonne brennt. Es hält. Die Vollmondsonne. Oh, der Himmel verdunkelt sich. Jetzt kommen die Konquistadoren-Zombies. Nein, die Skorpione. Noch schlimmer. Beiwagenmaschine. Haben wir dann Salat. Der erste Untote. Irgendjemand will uns wirklich nicht hier haben. Ich bin's nicht. Hab dich gern hier. Ich hab gespeichert. Brauche ich meine Lampe? Ja, wahrscheinlich. Nein. Wow, da muss ich aber lange brutzeln, ha? Huh? Oh! Das macht denen ja nichts, ha? Huh? Brenn und brenn, schau. Aha. Jetzt. Jetzt geht's. Das Schild musste weg. Da kommt schon der nächste, das ist aber ein normaler. Etwas beengt die Verhältnisse hier. Gut, dass ich aufgerüstet habe, meine Lampe. Nein, wirst du.
So viele! Das sind zu viele auf Dauer. Damit kommen nicht alle vom ganzen Friedhof. Nein. Bist du in Ordnung? Hey, das hat Spaß gemacht. Mann. Spaß gemacht, das übertreibt aber. Das war schon etwas haarig. Hat leichter ausgesehen, als es war, glaube ich. Ich hatte Glück. Wo kommt der ganze Sand her? Das ist Feinstaub. Nicht gut. Das Ende der Maya. Shit. Das war das Ende der Maya. Wir sollten hier sehr vorsichtig sein. Soweit ich es entziffern konnte, wurde in diesem Bau geprüft, ob man würdig war, Chibalba zu betreten. Chibalba. Lass mich raten. Fallen. Vermutlich. Vermutloch. Ha. Huh? Das sieht gut aus. Fällt mir. Maya-Kunst. Würde ich mir übers Bett hängen. So ein Bildnis. Wow, geil. Schön bunt. Die Maya hatten es gerne schön bunt. Huh? Oh. Räuchern wir sie aus. Hehe. Du kennst auch. Noch einer. Hehe. Damit habt ihr nicht gerechnet, ihr fallt euren eigenen Fallen zum Opfer, ihr Deppen. Wie am Spieß. Ich bin einem fast leid tun. Oh, noch ein Stoß. Es vorbei sein. Fürs Erste. Oje, was kommt noch alles? Wie viel Munition habe ich jetzt noch? Moment. Null! Okay. Ein idealer Zeitpunkt, um zu tauschen. Ich hoffe, ihr gebt mir recht. Hier sind wieder neue Schätze. Da oben ist einer. Angeblich. Ja, ich sehe ihn schon. Aber wie komme ich darauf? Da geht es nämlich nicht weiter. Ah. Da ist eine unsichtbare Wand, da kann ich nicht rauf. Scheiße. Von der anderen Seite dann wahrscheinlich. Ich hoffe es. Das habe ich aber schon einmal geglaubt und dann war es nichts. So, steig jetzt da bitte nicht rauf. Okay, tu mir den Gefallen. Meine Liebe. Brav. Na also. Notizbuch, wofür? Eins. Idiot führte seine Soldaten immer tiefer und tiefer hinein, ganz egal, wie viele dabei starben. Und jetzt gehen wir... Nein, lass mich raten. Tiefer und tiefer hinein. Ah, Karte. Wir sind ja in einem neuen Gebiet. Stimmt. So, das ist eins. Das ist zwei. Was war drei? Das stimmt ja nicht, oder? Eins, zwei... Der rechts unten im Eck. Muss der hin? Ja, da. Kann ich den nicht aufheben? Ich dachte, ich muss ihn aufnehmen und da reinstopfen. Verschlossen. Oh. Verschlossen. Schauen wir mal, vielleicht muss ich einmal drücken. Damit was passiert. Nein. Nichts passiert. Verschlossen. Verschlossen. Noch verschlossen als vorher. Also, das kann man nur einmal drücken. Das heißt, da muss dann noch irgendwo so ein Ding sein. Ja, wahrscheinlich da am Seck. Da ist ja auch der Schatz. Da haben wir schon. Aber vorher werde ich hier den Schatz holen. Wenn möglich. Diese drei Symbole müssen die Kombination sein. Aber wo ist das Schloss? Oh! Der hat mich aber jetzt erschreckt. Muss ich zugeben.
hat mich erschreckt. Au. Genau in den abgefaulten Schniedelwurz. So. Noch einer. Erst das Schild wegschießen. Bisschen anräuchern. So klappt es auch mit den Mumien. Bisschen Munition sparen und nicht draufhalten wie blöd, sondern kurze kontrollierte Feuerstöße heißt es in Aliens. So, ich drücke der Reihe nach mal hier und da. Falsch! Ach so, das sind die Symbole oben, okay. Was ist da für ein Symbol? Das da. Erst das, dann das Runde und dann den Schädel. Okay. Das. Das und dann den Schädel. Ja. Bin ja gar nicht so blöd, wie ich aussehe. Oh, da ist ein Konquistador, der nicht zum Dämon wurde. Der ist nicht verfault. Halb verfault. Vielleicht hat er immer schon so ausgesehen. Oho, schau, schau. Mehr von denen. Schild ist weg. Kann ich das? Ja. Hehe. Hat aber nichts gebracht, weil er noch nicht gebrutzelt war. War noch nicht gar. Halb gar. Keine Schätze hier. Doch. Schatz voraus. Wow. Was zur Hölle ist das? Naja. Zombies. Sind so keine Zombies? Oho! Kann man leicht übersehen. Nein! Was ist denn das denn? Auf allen Vieren. Das kann doch kein Conquistadores gewesen sein. Das waren Affen. Zombie-Affen. Das schaut wieder mal super aus. Oi! Au! Oi! Ich glaube, das war so gedacht. Nein. Oh, ich bin gegen das Hirn angeschlagen. Ich habe mir das Hirn angeschlagen. In einen nur. Das könnte sein, dass ich das jetzt ein paar Mal machen muss. Fürchte ich. Das kann man, glaube ich, nicht umgehen. Nee. Au. Oh, jetzt habe ich mir eher selbst ein Ei gelegt. Au. Au. Ey. Shit. Den Sturz überlebe ich komischerweise, aber... Alles in Ordnung? Nein, nicht. Versteifung ist wieder da. Wo ist sie? Godwin. Sie ist weg. Oh Gott, Stimmen aus dem Jenseits. Dr. Godwin hat mit mir gesprochen, aber ich kann sie nicht sehen. Oh Gott, ich glaube, sie ist verschluckt worden. Ja, sie wird schon wieder auftauchen. Aber in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.